Ja. Moin und herzlich willkommen zur neuen Runde LS17. So, ich bin langsam mal mit Jauche fahren hier unten angekommen. So, bei Kleinen kommen wir voran. Tante Ilse lässt uns, glaube ich, mal so ein bisschen in Ruhe vielleicht. Dran. Was ist das denn? Oh. Ja, Butcher? Ach, Karl-Heinz, ja. Und? Bist fertig? Kommst du nicht? Nee, nee, natürlich, bleib da, ich hol dich ab. Ja, okay. Ja, ich hol dich ab. Hat alles geklappt? Du hoffst? Ja, gucke ich mir gleich mal an. Ich komme gleich. Ja, bis gleich. Hör zu. Darf man nichts anderes fahren. Wieder Pause. Das ist doch scheiße. Nicht mit seinem Moped da händel. Erstmal abholen. Einen Trecker umsetzen. Immer gucken, was davon geworden ist. Da bin ich mal gespannt. Du. Naja, aber gut. Vorurteile sind Cheat. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen einfach, ne? Was denn vielleicht wirklich ein bisschen klappt, dass er Führerschein machen kann oder was denn? Ist das ja okay. Haben wir von den Kram sowieso nichts. Obwohl so ein paar Mark könnte man ja gut gebrauchen, ganz scheiß verscheuert hier, ne? Könnten wir locker dann mal woanders einsetzen, aber na, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Haben wir in die Büsche gefahren da hinten, oder wann? Ja, fertig gekriegt. Vorgewende hat er vergessen. Ach du Scheiße, Verkehrsschilder umgefahren hier, du. Oh. Magor. Wo ist er hin? Weg. Gibt Ärger wieder. Scheiße, das kann ich erstmal abklären jetzt mit der Gemeinde oder was weiß ich wie. Ja, lass mich mal angucken. Ja, muss ich ihm noch mal zeigen. Ansonsten ja schon mal gar nicht mal so unübel, ne? Oder? Ja, und auch sich ein bisschen anstrengend.
den Honigpott mal weglässt bei Tante Ilse, dann kann das angehen, dass das vielleicht noch ein bisschen was tippert wird. Weiß ich noch nicht, mal gucken. So im Großen und Ganzen ist das schon so schlecht, ist es gar nicht. Kann man nicht sagen. Oh, man hat die Dinger umgehauen hier. Oh, kann ich die wegnehmen? Nee, doch. Zu schwer, oder wann? Nee. Nee. Weg. Ab in die Büsche. Bürgermeister, den ich findet hier. Ja, das zeige ich ihm noch. Wenn wir das wirklich ein bisschen hinkriegen, dann kann ich nämlich zwischendurch mal verschwinden nach Antje. Und Jan, ne? So. Wo ist er denn jetzt? Wo sind die? Na komm. Mal sehen, ob wir Jan mitkriegen. Quatsch, Jan, Karl-Heinz, meine ich. Hinten weiter machen wir eben abgekühlt haben. Kommst du mit? Ja, er kommt. Dann kommen wir mit, Karl-Heinz. So schlecht war das gar nicht. Will nur rummeckern. Hast ganz gut gemacht, aber die Verkehrsschilder, die jetzt stehen lassen können, ne? Ja, ja. Dann fahren wir hinterher zum nächsten Acker. Da kommt er nicht hinterher, da soll ich schneller fahren hier. Mit seinem Mofo. Guck, der fährt auch mal hinterher. So.
fahr das Ding mal an der Seite hier. Dann fange ich mal eben an, Karl-Heinz. Dann hole ich die nachher ab. Dann fahre ich weiter Gülle. Ich setze hier mal eben an. Dann kannst du weitermachen. Das hat hin hier an den Rand gerade. Erste Spur mache ich dir eben. Oh, mein Tau. Ich verlob mich auf Jo, ne? Ja, ist gut. Hallo, dann mal mucken. Der Moped eben mit da. Ja, zu zweit ist natürlich besser, ne? Funktioniert schon. Ilse. Sieh einmal deine Ruhe, ne? Ja, Tante Ilse? Ja, guck aus dem Fenster, siehst du mich, komm gerade um die Ecke. Karl-Heinz. Geht. Muss ein bisschen lernen noch, dann funktioniert das vielleicht. Weiß noch nicht. Kann das eigentlich noch nicht so richtig glauben. Ja. Ja, der flücht jetzt hier vorne, das Stück hier, da. Ich fahre weiter Gülle, unten im Dorf. Ja, ist gut. 6 Uhr wird Armbrot gegessen. Ja, ist in Ordnung. Seht zu. Ja, tschüss. Ja. Ah, kehrt vielleicht mal so ein bisschen Ruhe ein, dass man hier was machen kann, ne? Das wird ja auch mal Zeit, ehrlich. Irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, guck an. Gar nicht mal schlecht. Er kriegt das langsam gebacken. Mal wieder sehen, ne? Einige Vorurteile sind nicht berechtigt, ne? Also bis jetzt nicht. Mal gucken, was da kommt. Er gibt sich ja Mühe auf alle Fälle. Das ist doch schon mal was. Jetzt sein Führerschein auch noch hinkriegt. Das ist auch schon mal die halbe Miete. Kann man hier zu zweit was machen. Obwohl, ewig kann ich nicht hier bleiben. Das geht nicht. Ich muss zwischendurch auch nach Antje wieder hin. Ich kann Karl-Heinz hier weitermachen, alleine. Augenblick können wir noch, dann lerne ich noch ein bisschen an. Mal sehen, was er so alles packt. Ich weiß ja, das ist ja gerade mal der Anfang. Entschuldigung, ein bisschen erkältet heute. So, jetzt müssen wir ein Dorf und da weitermachen. Nehmen wir dann noch zwei Äcker. Und dann bin ich ja mal gespannt, was heute Abend eventuell mit dem Schneidwerk hier da rauskommt, ne? Für den Drescher. Ich weiß nicht, wie die abkakeln, das ist mir egal. Obwohl, so die Gegend ist ja auch schön, ne? So zwischendurch mal. Finde ich auch nicht übel.
Die kleinen Dinger hier, du. Na ja, egal. Besser wie nix. Da bin ich echt gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. Denn ganz alleine ohne Hilfe kriegt Tante Ilse da nicht hin. Das wird nix. Und ewig kann ich auch nicht. Wir haben in Landscape jetzt müssen wir drillen und beflügen und den Kram, die sind dabei, da muss ich auch mal hin jetzt. Zwischendurch mal ein bisschen mithelfen wieder, ne? Das kann es auch nicht ewig machen. Ja, mache ich auch nicht. Preise gucken, das Getreide verkaufen, den ganzen Scheiß. Was an der Lager noch drin ist, da wird auch nicht besser vom ewig rumliegen da. Das heißt, da muss Ilse mal so ein klein bisschen alleine klarkommen. Mit Karl-Heinz oder wie auch immer. Zumindest den Kram, das wird er wohl dann irgendwie packen. Wenn er das kann, flügen kann, gehen wir davon aus, dass er das gebacken kriegt. Dreschen muss er ja nicht unbedingt, das kann ich ja noch machen. Ja, wie ich sehe, Leute, Zeit ist wieder um. Das hat ja wenigstens hingehauen jetzt mit Karl-Heinz mal. Sag mal, ein bisschen was Positives, sag ich mal, ne? In den letzten Folgen. Ja. Wir wollen mal gucken, wie das weitergeht mit ihm. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, dass ich euch das nächste Mal wieder hier begrüßen darf. Bei Tante Ilse und Karl-Heinz, Brunhilde, ne, hier in Lossberg. Und bis dahin, seht ihr, euer Butcher. Tschüss.